Liedermacher ist eine Lebensart, kann man das so sagen? Das ist ein Wort für ganz, ganz viele verschiedene Dinge, meiner Meinung nach. Also Lebensart würde ich wirklich nicht sagen, weil ganz viele verschiedene Leute auf verschiedene Arten und Weisen ihre Lieder schreiben. Es ist einfach nur ein Begriff dafür, meiner Meinung nach, dass jemand selber die Lieder, die er schreibt, singt. Wir haben im Deutschen halt nicht so ein Wort für wie Chanson oder so irgendwas. Gibt, glaube ich, auch nettere Begriffe als Liedermacher. Als ich angefangen habe, mochte ich das Wort überhaupt nicht. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Wieso? Da wurde das nicht gemacht von dir? Erstens finde ich es als Wort nicht so schön, wie jetzt Chansonnier oder Cantautore oder auch Singer-Songwriter, finde ich, klingt alles noch besser als Liedermacher. Und damals hatten wir haben wir so eine gewisse Altlast vorgefunden von einem ja, so extrem politischen, sozialistisch dogmatisierten Liedermachertum, was ich selber überhaupt nicht mochte. Ich habe auch nie gedacht, dass ich ein Liedermacher werden will oder so. Ich habe nur irgendwann mal festgestellt, hoppla, ich bin jemand, der zur Gitarre seine eigenen Sachen singt. Das heißt, ich werde in die Schublade Liedermacher gesteckt. Wir haben am Anfang gedacht, wir müssen einen anderen Begriff dafür erfinden. Deswegen heißt die erste Joint Venture-Platte, die Platte von meiner alten Band oder von meinem alten Duo, heißt auch Dinger, das hieß Dichter-Sänger. Ja, da haben wir gedacht, wir machen mal ein eigenes Wort, ja, Liedermacher, nee, in die Schublade wollen wir nicht gesteckt werden. Es war auch wirklich, als wir angefangen haben und wenn du da bei irgendeinem Veranstalter angerufen hast, hast du gesagt, ja, ich bin Liedermacher, dann konntest du gleich wieder auflegen. Das war verbrannte Erde. Hatten so diese 70er Jahre Liedermacher hinterlassen. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, weil so ein paar Leute einfach auch seit vielen Jahren unter dem Namen Liedermacher sehr, sehr gute Arbeit leisten. Wenn man so Fanny van Dunn denkt oder Stoppock ist ja auch so ein bisschen Liedermacher oder Hans Söllner oder ja, ein bisschen haben wir da auch mitgemacht mit Joint Venture und seit Kleintis Tod ich Solo. Ja, das ist ein bisschen besser geworden. Das ist nicht mehr so ein Schimpfwort, wie es mal war. Okay, das heißt, das Leben sollte mit dem Tod beginnen. Das Leben ist ja schön und gut, das Mensch aus Fleisch und Blut. Nur eins hat mich so sehr daran, dass der Rest kaum noch genießen kann. Am Ende sterben ist so dumm. Ich wollte sterben, andersrum. Das Leben sollte mit dem Tod beginnen. Das wird dabei gewinnen. Du warst auch in einem Altersheim, auf frischem Tee und Haferschleim. Die Enkel kommt dich besuchen und bringt dir Wein und Kuchen. Du liegst und musst dich kaum bewegen, lass dich von hübschen Schwestern pflegen. Irgendwann ist das leider aus. Wenn du zu jung wirst, fliegst du raus. Doch dank der Rente reicht das Geld. Du spielst Golf, fliegst um die Welt. Und ab und zu gehst du in Kur. Dann kriegst du deine goldene Uhr. Und steckst als Abteilungsleiter ein auf der Karriereleiter. Dickes Auto, eigenes Haus. Und hängst den großen Macker raus. Das machst du ein paar Jahre, davon wachsen deine Haare. Wenn das dann leider nicht mehr geht, bist du zur Universität. Machst deinen Freak und hörst rebellische Musik. Nimmst Drogen für gesunken, halt ein normales Studium. Verdienst dann nur noch Party pur. Dann machst du dein Abitur. Die Schule, die dich amüsiert, weil alles immer leichter wird. Dann die erste große Liebe. Dann erwachen deine Triebe. Dann wird Fußball plötzlich wichtig. Dann bist du süßigkeitssüchtig. In Mamas Arm ganz daheim. Auf frische Tee und Haferschleim. Verschwindest dann in ihrem Schoß. Und lässt dann ganz allmählich los. Schmerzloses geistiges Verdumpfen, in dem Bewusstsein stets zu schrumpfen. Mein Leben ist als Orgasmus endet, braucht kein Alter Stände.
Aber ich möchte noch mal zurückgehen an die Anfänge. Joint Venture, fällt das Stichwort gerade. Das war der große Durchbruch? Kann man das so sagen? Wir haben nie einen großen Durchbruch erlebt. Das kann man überhaupt nicht so sagen. Wir haben 7 Jahre hart gearbeitet, um einigermaßen von unserer eigenen Kunst leben zu können. Ein großer Durchbruch in puncto so irgendwie, dass es in Medien gelaufen wäre oder irgendwie im Radio, den gab es nie. Das hat sich irgendwie von Jahr zu Jahr gesteigert, sind immer mehr Leute zu den Shows gekommen. Wir haben uns live ein Publikum erspielt. Aber großer Durchbruch ist Legende, das stimmt einfach nicht. Also es ist doch schon mehr so, dass man seinen Traumberuf gefunden hat, kann man das so sagen dann? Ja, also ich lebe auf jeden Fall meinen Traumberuf. Ich wüsste jetzt überhaupt nicht, was ich anderes machen wollte. Als ich irgendwie mit dem Schreiben angefangen habe, wäre ich lieber Schriftsteller gewesen. Aber wenn ich das jetzt heute vergleiche, das Leben von einem Schriftsteller mit dem Leben, was ich habe, hat ein Schriftsteller viel mehr isolierte, nüchterne, konzentrierte Arbeit zu Hause an seinem Schreibtisch als ich. Und ich komme wenigstens ein bisschen unter Leute. Und habe eigentlich, ich glaube, beim Liedermacherjob hat man, also so als Musiker generell, hat man sehr viel mehr Spaß als ein Schriftsteller. Und der Liedermacherjob sozusagen, der vereinigt beides. Man sitzt schön an seinem Schreibtisch, ich genieße das, ich liebe nichts mehr, als das Gefühl zu haben, gerade an einem guten Song zu sitzen. Aber dann will ich ihn auch irgendwie, ich will auch spüren, wie die Leute darauf reagieren. Und ein Schriftsteller merkt es nur an der Auflage seiner Bücher, vielleicht mal bei einer Lesung. Aber da sitzen dann immer irgendwelche Mit-50er, Frauen, die ihren zweiten Frühling leben, weil die Kinder aus dem Haus sind. So sexy ist das auch nicht. Ein Mensch lebt auf dieser Welt, der mich über die anderen stellt, der mit mir redet, mit mir schweigt, der mir all seine Gefühle zeigt. Der, wenn ich lache, mit mir lacht. Der sich mit mir meine Sorgen macht. Wenn ich falle, mit mir fällt. Selbst wenn ich alle zu mir hält. Und dieser eine Mensch bin ich. Ich bin mein Freund. Ich liebe als jedes jede Gärte Luder. Mit mir den letzten Becher leert, sich für mich sexuell verwehrt. Immer ist ganz, ganz nah. Immer ist für mich da. Er ist mein Leben, ist mein Sinn. Er ist alles, was ich bin. Und dieser eine Mensch bin ich. Ah!